Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder um mein Tösch-Tauschpaket. Dieses habe ich wieder einmal mit der lieben Lina gemacht. Ihr Kanal ist natürlich einmal unten in der Infobox, aber auch am Ende des Videos verlinkt für euch. Und wir haben uns wieder gegenseitig Produkte zugeschickt, die wir eben aussortiert hatten. Ich würde jetzt einfach sagen, ich öffne das Paket einmal. Ich habe das unten bereits aufgeschnitten, drehe das jetzt um und dann zeige ich euch, was so hier drin ist. Wir haben uns die Produkte ausgesucht, also was wir wollten, haben wir uns ausgesucht. Aus den jeweils aussortierten Produkten des anderen. Und wie gesagt, ich starte jetzt einfach mal durch. So sieht das Ganze dann einmal aus, wenn ich es aufgeklappt habe. Und ich sehe hier einmal ein paar Kleinigkeiten, die sie mir noch mit reingepackt hat. Und zwar zu einem von Mesmer Indischer Holi Drachenfrucht Mango. Einmal ein Tee. Dann von Milford Kühn und Lecker Holunderblüte Limette nochmal ein Tee. Den kann man kalt aufgießen. Dann haben wir hier einmal Candy Shop Frappe Zuckerwatte. Okay. Muss ich mal probieren. Kenne ich gar nicht. Habe ich auch noch nie gesehen. Dann ist das hier einmal noch mit reingepackt worden von ihr. Balea Duschgel Let It Snow mit Kokos- und Drachenfruchtduft. Hört sich auch super lecker an. Ich glaube, ich hatte dieses Set mal. Und habe aber, glaube ich, so viel ich weiß, alle weitergegeben. Aber ich werde das auf jeden Fall dann für Fußbäder benutzen. Dann haben wir hier einmal ein 7-Stick Multifunktionshalterung. Ah, cool. Werde ich auf jeden Fall mal an mein Handy anbringen und schauen, ob das bei mir funktioniert. Sehr, sehr cool. Und der Rest, nein, das hier ist noch ein Produkt, das sie mir mit reingepackt hat von Soon Jung. Ich kann das nicht lesen. Ich bin eine Brillenträgerin und ich habe nicht so gute Augen. Von Etude House Hydro Barrier Cream, also eine Tagescreme, glaube ich, ist das einfach. Genau. Werde ich definitiv probieren. Ich bin momentan so ein bisschen nur aufbrauchen von den kleinen Sachen. Und zwar habe ich mir hier einmal die Kamille Hand- und Nagelcreme ausgesucht mit 5 Kräutern und Bio-Kamille. Ich mag Kamille sehr, sehr gern von der Marke her. Das ist eben hier die Kräutervariante. Und deswegen, ja, durfte die einmal mit. Sehr, sehr cool. 100 ml sind hier drin. Mit Bio-Kamillenextrakt, Bisabolol und 5 Kräutern. Heublumen, Melisse, Arnika, Enzian und Johanniskraut. Ohne Farbstoffe, Parabene, PEG, Emulgatoren, Mineralöle, Paraffine, tierische Inhaltsstoffe. Und die ist halt mit 100 ml eine sehr, sehr gute Größe. Kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Ich habe momentan super trockene Hände. Ich bin sehr froh, dass man das in den Videos nicht so stark sieht. Aber das ist echt richtig krass. Dann einmal hier von Isana die reichhaltige Pflege-Bodymilk mit Olivenöl für trockene Haut. Hier kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ich die auch öfters mal verwende für Pakete, um so eine kleine Abfüllung mit reinzupacken. Deswegen habe ich mir die ausgesucht. Ich mag die aber so auch ganz gern. Aber bei so großen Sachen, ja, fülle ich gerne mal zwischendurch was ab. 400 ml, sehr, sehr cool. Ich hatte die schon öfters. Ich glaube, das ist noch eine recht alte Variante, kann das sein. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dann habe ich mir hier dieses Duschgel ausgesucht von Nivea. Die Pflegedusche mit Sternfrucht und das ist eben für ja, softe Haut mit Aloe Vera und ich glaube, ich hatte die schon mal mit Sternfrucht. Das war aber noch eine andere Verpackung. Ich denke, das ist eine Variante aus Action und es hat mir sehr gut gefallen. Deswegen habe ich mir die ausgesucht und ich mache die jetzt gerade mal auf und schnupper mal dran, denn ich hatte die jetzt schon länger nicht mehr. Ja doch, das ist die Variante. Ich mag die super gern vom Duft her. Dann habe ich hier mir noch ein Duschgel ausgesucht von Original Source und zwar Vanille und Himbeere. Das mag ich auch super, super gerne. Kann ich mir auch vorstellen, für Fußbäder mal zu verwenden. 250 ml und ist halt eine gute Größe. Ja, mag ich sehr, sehr gerne. Einmal das hier. Finde ich super. Ich liebe halt den Duft von Original Source und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann habe ich hier mir noch so eine größere Haarmaske ausgesucht. Von Langhaarmädchen die Haarmaske Pretty Brown mit Marulanussöl und Vanille. Brillanter Glanz, perfekte Kennbarkeit, repariert und pflegt. Das sind 250 ml drin gewesen. Das werde ich jetzt auch einmal öffnen. Das hat sie zugeklebt. So, ich habe das jetzt einmal aufgemacht. Das Ganze sieht hier so aus. Hat sie schon gut benutzt. Riecht richtig gut. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das sein wird. Ich habe momentan eine Haarmaske von Langhaarmädchen in Verwendung, diese Moisture Care und die finde ich richtig, richtig gut. Und deswegen dachte ich mir, probiere ich die mal aus. Gerade so für den Sommer, dass man so ein bisschen mehr Farbglanz in den Haaren hat. Und dann habe ich mir eben, wie gesagt, ganz viele Masken ausgesucht. Einmal die Heilerde, also die Luvos Heilerde Anti-Stress-Maske bei empfindlicher Haut. Die mag ich super, super gerne. Ich habe die, meine ich, momentan ist noch einmal da. Und da ich die aber so gerne mag und weil ich sie eben aussortiert hatte, dachte ich, ja, dann nehme ich die auf jeden Fall einmal.
Dann einmal die Orientmaske, die mochte ich jetzt nicht so gern, aber ich dachte, für Fußmasken ist die vollkommen in Ordnung. Ich komme leider momentan halt nicht in den Action für meine heißgeliebte Fußmaske mit Kokosnussöl im Strumpf, eben von Action. Deswegen verwende ich jetzt gerade solche Gesichtsmasken, so cremige, gerne für die Füße, gerade bei so Varianten, wo ich jetzt zum Beispiel wie hier den Duft nicht so gern mochte. Dann hier einmal diese Tuchmaske, die wollte ich ja unbedingt haben. Ich habe die aber damals tatsächlich im Müller nie gefunden bei mir. Von Cadea Vera für jedes Alter. Pink Bubbles Bubble Tuchmaske. Weidenröschenextrakt und Grapefruitextrakt für alle Hauttypen. Frisches, geklärtes Hautbild. Ist eine LE und es ist eben eine schäumende Reinigungsmaske. Und ich glaube halt, dass die eben pink ist, wie der Name schon sagt. Eine Maske ist hier eben drin und ich lese hier gerade mal. Man soll einfach das Gesicht reinigen. Und dann anschließend das Sachet öffnen, das Vlies entnehmen und zügig auffalten, auf das Gesicht legen, 10 Minuten einwirken lassen und abnehmen. Und die Schaumreste dann mit Wasser entfernen. Das heißt, das wird eine Maske sein, die ich vor dem Duschen dann verwenden werde, weil man die eben abwaschen muss. Also auch ein bisschen eine reinigende Maske. Steht da drauf, frisches, geklärtes Hautbild. Bin ich super gespannt drauf. Dann einmal, die habe ich auch geliebt, die Cadea Vera Soft Mango Sorbet Maske. Die habe ich geliebt. Deswegen habe ich die mir definitiv ausgesucht bei ihr. Richtig tolles Produkt, finde ich klasse. 15 ml sind hier drin. Und die werde ich definitiv fürs Gesicht verwenden. Die mochte ich wirklich super, super gerne. Dann einmal eine Lippenmaske. Da war ich nicht so der Fan von, als ich die hatte, weil die wirklich sehr, sehr starkes Goldglitzer drin hatte. Aber ich dachte, ich probiere die einfach nochmal aus. Man kann es ja abwaschen danach, wenn es einem nicht passt. Hydrates and Soothes Gold Lip Mask. Ja, ist dann einfach eine Lippenmaske von Action. Und das ist einmal diese hier, bin ich sehr gespannt drauf, hatte ich ja schon mal. Und dann zu guter Letzt von Bio-Vegan Skinfood Bio-Grüntee-Tuchmaske. Ich mochte ja die Bio-Vegan-Tuchmasken sehr, sehr gern, vor allem die rote mit Goji-Beere. Ich glaube, die mit Grüntee hatte ich auch schon mal und fand die dann nicht so gut, aber ich dachte, ich probiere sie einfach nochmal aus. Für empfindliche Haut, jetzt im Sommer braucht meine Haut auch nicht so extrem viel Feuchtigkeit wie jetzt im Winter, deswegen, ja, werde ich das definitiv dann mal probieren. So, man 15 Minuten einwirken lassen, ist eben mit Grünteeextrakt und ist ein Bio-Zellulose-Tuch mit Superfood-Extrakt, Bio-Grüner Tee, Süßholz-Wurzelextrakt und Bio-Ginkgo-Extrakt. Also sehr, sehr interessant. Und es soll schuppige Stellen gepflegt und geglättet ja, aussehen lassen. Und bin ich auf jeden Fall gespannt. Okay, da ist eine Schutzfolie drauf, das habe ich tatsächlich noch nie bemerkt. Aber ich werde auf jeden Fall die Maske auch testen. So, das sind die 11 Sachen, die ich mir ausgesucht habe. Ich bin super gespannt, die alle zu testen. Worüber ich mich tatsächlich am meisten freue, ist hier einmal das Nivea-Duschgel und die Haarmaske. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die sein wird. Wie gesagt, die in dem Quetschbeutel mag ich sehr, sehr gerne. Diese Maske meine ich super, super gern. Liebe ich. Bin ich sehr, sehr froh, dass sie sie noch einmal gehabt hat. Und die restlichen Produkte, wie gesagt, die Maske kenne ich, die liebe ich, kaufe ich mir immer wieder nach. Und die für die Fußmaske, also ist auf jeden Fall für alles eine Verwendung hier da. Und ich hoffe natürlich, dass dir die Produkte, die du ausgesucht hast, dann auch gut gefallen werden, wenn du sie verwendest. Und ja, wie gesagt, immer wieder gerne können wir ein Trash-Paket machen. Ich glaube, das ist jetzt schon unser drittes oder viertes oder sogar fünftes Trash-Tausch-Paket. Ich verlinke euch die ganzen Unboxings, die ich bereits gemacht habe auf meinem Kanal, sowohl von Trash-Paketen, aber auch von Tauschpaketen, aber auch von Boxen. Alle oben in der Infocard. Schaut da gerne mal rein, klickt euch da durch. Und ja, das sind jetzt auf jeden Fall die Sachen, die ich in dem Paket heute hatte. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir wieder ein Trash-Paket gemacht haben. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, macht's gut und bis bald. Ciao!